Ja, Heinrich, ich mache ja schon. Ich soll das genauer machen. Also, Heinrich, ich mache das jetzt genau, ne? So richtig für jeden zu verstehen, ne? Also, man macht hier ein bisschen von dem Zeug rein. Bärlauch und Salz habe ich hier drin. Dann schnappst du dir den dicken Klöppel und dann denkst du was Schönes und dann kannst du so rühren und rühren und mörsern, ne? Kannst dabei auch singen und irgendwie Spaß haben. Wenn du merkst, die eine Hand kann das nicht richtig, machst du halt die andere oder beide oder so, wie das so gerade geht, ne? Und dann immer schön so, wir rühren den ganzen Tag so lange, bis das ganz toller Staub geworden ist. Und dann guckst du dir deinen Staub hier an. So, gucke mal, wie toll das aussieht. Heinrich, jetzt versteht's aber jeder. Und dann kannst du mit einem Löffel kannst du das so rauskratzen und dann in deinen Becher tun hier so dann. Oder die Technik für die Feinmotoriker. So, in so ein Papier. Deshalb hat man früher Medizin immer in so Papier abgefüllt, glaube ich. Aber man muss es erst ausprobieren, bis man es begreift. So, und dann schütze das so hier rein. So, guck. Und dann kannst du es auch in ein kleines Gefäß kriegen. Toller Trick, ne? Ja, ist leider nicht von mir, der ist schon steinalt, der Trick, aber gefällt mir trotzdem, ne? Ja, ich mache ja so tolle Dinge. Ja, der Paracelsus, das war früher so einer, der hatte das voll raus, so, ne? Der hat dann auch noch über so Signaturlehre und so was erzählt, ne? Und welcher Planeten dafür zuständig ist und so und Mond und alles, ne? Also hier für Bärlauch ist, hatte ich nachgelesen, ist Element Feuer und Sonne zuständig und hat so mit Kraft und Power zu tun. Das kann man ja immer gebrauchen, ne? Und dann immer dran denken, schön Meditation rühren, ne? So, Heinrich, ich hoffe, das ist jetzt schön so. Tschüss denn.